und Yokoso zu einer neuen Brick Challenge. Ich habe gerade schon mal versucht aufzunehmen, aber ich habe einfach keinen guten Raum gefunden. Und jetzt habe ich zum Glück einen gefunden. Ja. Die Challenge, die ich mir jetzt einfallen lassen habe, beziehungsweise die ich von wo kannte, ist nämlich eine, wo ich gleich, wenn es losgeht, auf eine Taste drücken werde. Auf der stehen auf meiner Tastatur die Buchstaben E, N, T und F hintereinander. Also, eine Challenge ohne Interface. Ach ja, das ist Terminal, ne? Ja, habe ich ja gesagt, dass es die auch in TTT gibt. Und jemand hat einen Kommentar geschrieben und das Video, in dem ich das gesagt habe, unter die Mitbrick-Folge, die letzte, dass die Map nicht aus Counter-Strike, sondern aus COD ist, okay. Ich bin nur davon ausgegangen, dass sie aus Counter-Strike ist, weil das, weil man davon leicht mal ausgeht in TTT, weil es halt immer gut möglich ist. Ah, und ich weiß jetzt auch, wie man darauf kommt, glaube ich, ne? Ja, genau. Das habe ich ja in der Runde, die ich da gespielt habe, herausgefunden, wie man auf diesen Flügel kommt. Ah! Zombie! Was war das denn? Hä? Ja, genau. Am Ende dieser Runde, die ich hier auf der Map gespielt habe, habe ich herausgefunden, wie man darauf kommt. Ich habe mich, glaube ich, schon öfter mal gewundert, wie die Leute darauf kommen. Was war denn das? Ich denke einfach, wieso schießen die? Und dann ist so ein Zombie hinter mir. Das war schon sehr toll. Wie auch immer. Jedenfalls muss ich jetzt mal mit der Challenge anfangen. So. Nämlich, vor einer Weile habe ich, glaube ich, die Challenge mal bei Waynexy gesehen. Ja, und was ich jetzt nicht klicken sollte, wäre eine andere Taste namens F2. Damit habe ich nämlich ganz schreckliche Erfahrungen. Ich weiß nicht, wie viele Leben ich habe. Keine Ahnung. Ja. Und sollte auch besser nichts in den Chat schreiben, abgesehen davon, dass ich den nicht sehen kann. Ja, ne? Ich schieße Bigfoss dann ja für gewöhnlich ab. Komm, ich muss den doch treffen. Ich habe keine Ahnung, ob ich ihn treffen kann, weil ich logischerweise... laut. Ah, scheiße, ich wurde gebigshottet. Na gut. Ich weiß jetzt doch immer nicht, wie viele Menschen noch, wie viele Lebende und wie viele Zombies es gibt und so, ne? Ja. Und ich weiß auch nicht, wie lange die Runde noch geht. Das ist gemein. Ist eigentlich ganz gut für den Zombie-Modus so ohne Interface. Aber im Freefall-Modus wäre das bestimmt auch lustig, ne? So Freefall, also man, ja, ne? Im Freefall-Modus wüsste man ja dann gar nicht, was man für ein Item eingesammelt hat. Ja, aber wie gesagt, Screenshots machen wäre jetzt keine gute Idee. Jetzt während des Spiels mal auf F2 drücken. Ja. So. Mann, ich will unbedingt wissen, wie viele Zombies es noch gibt. Es gibt auf jeden Fall noch mindestens einen Lebenden. Das ist irgendwie klar. Mal gucken. Eins, drei glaube ich. Zwei, drei, ja. Drei Lebende. Hoffentlich sterben die bald mal. Na gut, ich cutte jetzt mal bis zur nächsten Runde. Ich weiß aber nämlich nicht, wie lange das noch dauert. Aus irgendeinem seltsamen Grund war die Runde jetzt schon zu Ende. Keine Ahnung, wieso. Weil ich meine, davor waren wir, glaube ich, in der dritten von 9 Runden. Aber irgendwie gibt es öfter mal. Ich kapiere auch immer nicht, woran das liegt. Ja. Der hat gerade... Wollte gerade irgendwer mich irgendwas fragen. Allerdings werde ich jetzt mal gleich mein Interface ausstellen und demzufolge nicht antworten können. Hallo? Warte mal. Was ist denn jetzt los? Das kann doch nicht sein, oder Brickforce? Habe ich jetzt direkt nochmal gesagt, nachdem Brickforce gerade abgestürzt ist. Jetzt seht ihr übrigens, was für einen tollen Hintergrund ich habe. Okay, aber... So, jetzt sind wir wieder im Spiel und hier. Der Veteran-Server war vorher so voll und jetzt ist er also noch so voll. Sind wahrscheinlich eine Menge vom Server geflogen. Ist man ja gewohnt von Brickforce, ne? Wie lange geht denn das hier noch? Ich hoffe mal nicht mehr allzu lange. Schade ohne Wanted. Doch, das geht noch lange. Auf jeden Fall zu lang, um das noch aufzunehmen jetzt. Und das hier. Teamkampf auf das Team. Auch sehr klassisch. Dauert auch noch fast genauso. Oder ungefähr genauso lange. Mann, das kann doch nicht sein.
Jetzt ist es schon wieder soweit, ne? So. Kannst ja hier jetzt weitergehen. Verbring nicht zu viel Zeit mit dem Spielen. Denk daran auch einmal mal wieder Pausen einzulegen. Ja, genau. das ist blöd. Das ist blöd. Na gut, ich cutte hier jetzt mal. Und sagen, ach nee, ist nicht nötig. Gut, kann ich jetzt aber das Interface ausschalten. Ich behalte jetzt übrigens einfach mal die Waffe in der Hand, weil, ja. So Scope bringt mir jetzt auch nicht so viel, wenn ich sowieso nicht sehe. Oha, das ist auch... Oh, scheiße, da ist gerade jemand zum Zombie geworden in meiner Nähe. Ich habe ja keine Ahnung, ob ich ihn treffe. Und so. Absichtlich nachladen. Tut man in dieser Challenge wahrscheinlich auch nicht allzu oft, ne? Hep, geschafft. Ich bin immerhin schon mal hier drauf. Wo ist der da vorne? So, ich sehe ein bisschen wegen dem... Ich sehe ein bisschen, wo ich ungefähr hinschieße, aber nicht allzu verlässlich. Scheiße. So, ich glaube, ich habe ihn schon mal ein paar Mal getroffen, höchstwahrscheinlich. Bei mir auch nicht. Scheiße, ich wurde infiziert. Ja. Ich könnte eigentlich auch mal, das habe ich mir schon mal gedacht, so Challenges kombinieren. Zum Beispiel so die vollkommen durchgedrehte Maus-Challenge. Mit voller Mausempfindlichkeit und dem anderen Dingens da Problem. Mit voller Mausempfindlichkeit und invertierter Maus. Okay, die Runde ist schon zu Ende. Wäre bestimmt auch ganz lustig. Ich kann mir hier tatsächlich noch eine andere Waffe aussuchen, dann nehme ich mal die hier. Die Präzision ist nicht allzu hoch, das ist ganz praktisch, wenn man sein Fadenkreuz nicht sieht. Obwohl eigentlich ist es auch ganz gut, wenn man dann... Na, ich kann, keine Ahnung, was besser ist. Ich weiß ja auch gar nicht, wann die Runde losgeht, ne? Aber ich denke mal, ja, sie müsste schon losgegangen sein. Das heißt, der Typ, der wird schon mal kein Zombie mehr werden, denke ich. Da oben ist ein Zombie, aber ich glaube, der ist AFK. Scheiße, und da spawnt gerade einer. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, ob ich die treffe, Mann. Das ist voll nervig. Ist auf jeden Fall wirklich nicht einfach, so ganz ohne Interface zu spielen. Man weiß halt auch wirklich gar nicht, wie viele Leben man hat. Man hat auch keinen Radar, aber das ist nicht so schlimm. Weil ein Herzschlagradar benutze ich sowieso nie und ja. Ah, da vorne sind... Nee, doch nicht. Das sind Zombies. Schade. Ich dachte, da wäre irgendwo ein Gegner. Ah, hier. Wieso? Achso, da ist. So. wo sind die jetzt bloß? Das ist die große, große Frage. Ich habe auch schon irgendwie das Gefühl, dass ich gerade mit meiner Maus nicht so ganz klarkomme mit ihren Bewegungen. Vielleicht sollte ich die Mausempfindlichkeit höher stellen. Ja, ich glaube, ich stelle die Mausempfindlichkeit gerade mal höher. Irgendwas kommt mir gerade ein bisschen komisch vor. Es kommt mir gerade so vor, als ob da irgendwas nicht stimmt. Ich habe die zwar eigentlich immer auf 15, aber trotzdem würde ich die lieber höher stellen. Ja, so fühlt sich das, glaube ich, schon fast gemütlich an. Naja, fast. Wenn ich nicht Zombie werden sollte, stelle ich, glaube ich, noch mal ein kleines Stückchen runter. Aber die Stelle hier kenne ich auf der TTT-Map. Also ich habe die auch auf dieser Map, aber in der TTT-Map erinnere ich mich immer an der Stelle an etwas. Nämlich, ja, ich glaube, als ich einmal auf der TTT-Map... Oh, ich schieße ja, stimmt ja. Ach, da vorne ist Zombie. Als ich mal auf der TTT-Map-Terminal aufgenommen habe. Ach, ich habe jetzt die Waffe in der Hand. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ich wundere mich schon, wieso ich so schnell nachlade. Hä? Was? Der hat mich nicht? Was? Ach so. Manchmal dauert das ein bisschen, ne? Da haben die Leute hier, glaube ich, Leichen aufgehangen. verkauft in... Genau, verkauft in die Verkaufsregale gemacht. Aufgehangen, dann wären es ja nur Treter gewesen. Aber ob das Treter waren, weiß ich nicht mehr genau. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, wie viele Leben ich noch habe. Okay, ich glaube, jetzt habe ich ungefähr genau 0. Ich
bin mir aber... Ich denke, ich sollte auch die Folge bald mal beenden. Damit die nicht zu lang ist. Sagen wir noch die nächste Runde und... Ach, man kommt von dort auch dort rauf. Das ist ja auch praktisch. Aber hoch kommt man leider trotzdem nicht ganz so einfach. Da muss man einen Menschen als Brücke nehmen. Einen Menschen. Möglicherweise auch Zombie. Einen Spieler. Das ist schön allgemein. Ja. Dann sage ich mal, bis zur nächsten Runde. Und zwar cutte ich eigentlich die Aufnahme nicht, sondern stoppe die Aufnahme. Das ist ein richtiger. Aber wie auch immer, auf jeden Fall bis zur nächsten Runde. Okay, jetzt scheint es weiterzugehen. Und zwar würde ich jetzt ganz gerne mal eine andere Waffe in die Hand nehmen. Nämlich, ich nehme einfach die Beacon. Die wird zwar ein bisschen verbraucht, aber naja, oh scheiße. Treffe ich, oh! Da war ja noch ein... Warte mal, ist der Typ AFK? Ja, ach, das ist schon wieder dieser AFK-Typ, der offensichtlich schon wieder Zombie geworden ist, ne? Oh scheiße, ich glaube, ich laufe hier gleich irgendwo runter. Ah, nee, kann man nicht runterlaufen, sehr praktisch. Hey, ich bin Zombie? What was this? Keine Ahnung. Ich bin wirklich immer wieder sehr seltsam. Warte mal, ich werde nochmal kurz die Mausempfindlichkeit ein Stückchen runterstellen. Ich habe hier leider gerade ein paar Einstellungen vorzunehmen. Nehme ich hier mal 17, 16, nee, 17 schon. Mach schon. Mann, ich erwische 17 nicht. So. So. Ah, hier wieder das schöne Leichenverkaufsregal. Das schöne TTT-Tege Leichenverkaufsregal. Wo sind die jetzt schon? Ne, ich dachte, da oben wäre ein Brickman, aber das war nicht der Fall. Hm, wo sind die jetzt bloß alle? Ich weiß ja nicht, was alle bedeutet, weil ich nicht weiß, wie viele noch leben, aber... Okay. Ich glaube, aber das war's jetzt mal mit dieser... So. Okay, jedenfalls war es das jetzt mal. Was? Jedenfalls... Ah, hätte ich das gelesen, dann wäre es einfacher anders gewesen. Naja, whatever. Ich habe jetzt gerade... Jedenfalls war es das jetzt mit dieser Folge, mit dieser Brick Challenge. Also, wenn euch noch irgendwelche Brick Challenges einfallen, schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Ja, und nicht den Daumen vergessen und bis zum nächsten Video.